Servus Camper, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wie versprochen gibt es natürlich auch zum Carrado V132 ein Erfahrungsberichte-Video. Nach ungefähr 1,5 Jahren in der Nutzung jetzt, in der Vermietung, schauen wir uns mal an, was ist an dem Fahrzeug gut gelöst, was ist negativ, weil es gibt immer positive und natürlich auch negative Sachen bei so einem Fahrzeug. Der ist, wie gesagt, jetzt 1,5 Jahre ungefähr in der Vermietung unterwegs gewesen und wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie zufrieden wir damit waren. Für alle, die sich auch für den Pössl an sich grundsätzlich interessieren, verlinke ich euch oben bei dem i mal. Da haben wir natürlich auch ein Erfahrungsberichte-Video gemacht und ich entschuldige mich vorneweg schon mal für dieses Video, weil da haben sich viele beschwert, dass es so verwackelt war. Damals musste es schnell gehen, heute habe ich ein bisschen mehr Zeit. Und da schauen wir uns das Ganze mal an. Und wir haben auch dahinter schon übrigens ein neues Modell aus 2022. Das heißt, da wird es auch bald ein Video geben, was sich da so geändert hat, was vielleicht besser gelöst worden ist jetzt bei den neueren Modellen, was anders gelöst worden ist. Also wenn euch das interessiert, gerne den Kanal abonnieren, unten auf den Abo-Button drücken, die Glocke nicht vergessen, weil dann verpasst ihr auch dieses Video nicht. Und jetzt gar nicht lang schnacken, sondern schauen. Fangen wir doch direkt mal außen an. Der Vorteil bei so einem teilintegrierten Wohnmobil, wenn das Bett ja ein bisschen höher ist, wie beim V132, ist, dass wir natürlich unten drunter relativ viel Stauraum haben. Was uns das ganze Auto immer begleitet, sind übrigens diese Schnapper hier. Die sind per se nicht schlecht, aber da kann man sich eh nichts anderes aussuchen. Man muss sie nur richtig bedienen. Also da gleich mal so ein Grundsatztipp, den ich euch da mitgeben kann, falls ihr mal so ein Auto habt. Wenn man die mit dem Schlüssel aufsperrt, diese Schnapper, dann ist es nicht wie daheim, dass man 10-mal rumdreht, sondern es reicht wirklich ein kleiner, so eine Mühumdrehung nach links, dann schnappen die schon raus. Und jetzt, wenn ihr wieder nach rechts dreht und das Ganze abzieht, habt ihr den Vorteil, dass ihr zum einen das Ganze auf- und zumachen könnt und aber auch ohne Schlüssel einfach durch Reindrücken das Ganze wieder versperren könnt. Nur mal so als Info, aber es soll jetzt ja kein Einweisungsvideo werden, sondern Erfahrungsvideo. Das heißt, wir haben hier ja die Möglichkeit, komplett durchzuladen, auf der anderen Seite auch noch mitunter so eine Stauklappe mit dazu zu buchen, dass man komplett durchladen kann. Bevor wir jetzt da näher rangehen, noch mal kurz was zum Fahrradträger. Das ist ja immer optional. Ich würde euch einen empfehlen, der ein bisschen stärker ist, weil dann kriegt man eben da auch zum Beispiel E-Bikes mit drauf. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal von Näherem anschauen. Ich sage schon mal vorneweg, ein bisschen wackeln wird immer, weil ich mit der Kamera natürlich schwenken muss. Aber dieses Mal, wie gesagt, mit Stativ. Wir haben standardmäßig unten montiert dieses Pannenset, in dem Fall jetzt von Citroën. Das ist da ganz gut aufgehoben, weil in anderen Wohnmobilen fliegt es teilweise irgendwo klapprig rum. Und hier ist es recht gut montiert. Das ist eigentlich ganz passend. Ja, was gibt es ansonsten zu der Heckgarage zu sagen? Also wir haben auf der anderen Seite eine Steckdose standardmäßig drin. Das ist ganz praktisch, wenn man sich jetzt irgendwelche Sachen im Kofferraum laden will. Also sowas ist auch immer wichtig bei so einem Wohnmobil, dass da eine Steckdose halt im Kofferraum drin ist. Dann haben wir hier, das ist ganz schön, genau Platz eben, um die Markisenkurbel auch anzuschrauben. Das ist also ganz praktisch. Und wir haben, das wackelt leider wieder ein bisschen, nehme ich irgendwann hier mit rein. Und wir haben hier auch nochmal einen großen Platz hier hinten, wo wir irgendwelche Sachen unterbringen können. Das ist auch ganz gut gelöst. Nach oben hin. Das wird jetzt für viele wahrscheinlich nicht so wichtig sein, aber nach oben hin kommt direkt das Bett. Und das hat tatsächlich einen Vorteil, dass man von unten auch hier hoch kann, weil wenn man nämlich den Schlüssel, sowas passiert schon durchaus mal, den Schlüssel hier reinlegt und dann von außen zudrückt, dann ist er nämlich ausgesperrt. Ja? Und dann kommt man nämlich von innen trotzdem noch hier runter und kann sich den Fahrzeugschlüssel wieder rausholen. Aber das ist jetzt nur so eine Beierklärung hier dazu. Genau, ansonsten ist hier hinten eigentlich nicht mehr viel zu erwähnen. Viele bauen sich natürlich dann da noch Sachen rein, aber das gehört jetzt auch nicht zum Erfahrungsvideo. Also, ja. Was hier jetzt gleich noch zu erwähnen ist, Carrado verbaut hier, auch in den Nachfolgemodellen, tatsächlich relativ hochwertige Steckdosen hier für den Außenanschluss. Es gibt nämlich da auch sehr schrottige, aber Carrado verbaut da recht gute. Das muss man tatsächlich sagen. Nur so zum Erwähnen, ja. Und was wir jetzt hier sehen, also die Teilintegrierten sind ja standardmäßig mit einem, also nicht mit einem Kompressorkühlschrank ausgestattet, sondern eben mit einem Absorber-Kühlschrank. Und ob das jetzt Vor- oder Nachteile hat, dafür gibt es ein extra Video. Aber es ist tatsächlich, was den Stromverbrauch jetzt angeht, je nachdem, wie man unterwegs ist, ganz gut so.
Aber dazu, wie gesagt, ein extra Video. Jetzt gehen wir direkt mal rein. Bei der Tür ist natürlich auch standardmäßigen Halter drin, um das Ganze zu halten. Da muss ich persönlich sagen, aber das habe ich bei keinem Hersteller jetzt direkt noch gesehen, dass es ein Verbesserungsvorschlag wäre, hier einfach ein bisschen weiter oben einen zweiten Halter einzubauen, weil wenn viel Wind geht, dann ist es schon tatsächlich so, dass es die Tür natürlich trotzdem zudrückt. Aber das ist jetzt einfach nur vielleicht ein Verbesserungsvorschlag. Stufe ist natürlich auch elektrisch, gibt es jetzt auch nicht viel dazu sagen. Das ist ein Hersteller, der das halt mit letztlich für alle Kastenwagen baut. Also ja, funktioniert und ist okay. Hat auch den Vorteil, also ich meine, das kann man sich nicht aussuchen, aber das ist jetzt da ganz schön. Es gibt ja auch welche, die rausfahren und da ist immer irgendwo Dreck drin. Und hier hat man halt den Vorteil, da kommt kein Dreck groß irgendwo, sage ich mal, in so eine Schubschiene rein. Und deswegen fahren die immer ganz gut aus und machen eigentlich keinen Ärger. Aber das kann man sich nicht aussuchen. Beim Kastenwagen fährt sie so raus und bei solchen so. Aber nur mal als Erklärung, also da, die halten was aus, die sind ganz gut. Was jetzt auch ganz gut angebracht ist, ist letztlich, dass man von außen schon an den Lichtschalter, also einmal fürs Außenlicht natürlich kommt, ist auch standardmäßig, und einmal an den Schalter für innen drin. Und da ist ganz praktisch, dass der nicht den Hauptschalter kommt, dass der geht quasi immer. Das heißt, wenn ich einsteige, kann ich mir direkt Licht machen, auch wenn jetzt vielleicht der Hauptschalter vom Wohnmobil aus ist. Das ist da auch ein Vorteil. Man hat auch für unten den Griff. Das ist jetzt gerade für manche älteren Leute vielleicht ganz in Ordnung. Und der ist auch recht stabil angeschraubt, weil es ist ja auch ab und zu bei anderen Herstellern so, dass die bei den Schrauben und Dicken sparen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es hier irgendwo groß anders ist, aber hier, das ist sehr stabil tatsächlich. Da kann man sich auch einhalten, das ist in Ordnung. Und es sind kleine Gimmicks, natürlich auch standardmäßig mit drin, dass wir hier in der Tür zum Beispiel was haben zum Hinhängen und so weiter für Jacken. Das ist also auch ganz, ganz gut. Auch Fliegengitter, ich meine, das ist jetzt auch von einem Hersteller, der das Ganze nachgerüstet hat. Also nicht Carrado gebaut sozusagen, aber auch der Qualität in Ordnung. Und man kommt auch gut, das ist vielleicht auch eine Sache, die man erwähnen kann, wenn man mal was reparieren muss. Also ich sage es euch gleich, es wird jetzt auch wieder ein bisschen wackeln hier, aber das geht nicht anders. Hier oben, seht ihr, da sieht man direkt bei der Schiene zum Beispiel auch die Bänder, das heißt, man kommt auch gut hin, mal was auszutauschen, wenn mal was reißen sollte. Das ist auch der Vorteil und es ist auch nicht so, dass sich ganz viel Dreck zwar sammeln kann, aber wir können ihn gut wieder aussaugen. Das ist also auch bei anderen, dass man da gar nicht gut in die Ecken kommt. Teilweise, also ist hier auch ganz gut gelöst von dem, was auch praktisch ist, dass wir hier rechts direkt einen Ausströmer haben, also hier unten von der Heizung. Das heißt, wenn wir uns hier irgendwie die nassen Schuhe dann im Eingangsbereich ausziehen, trocknen die natürlich auch bis in der Früh. Das sind so Kleinigkeiten. Da kann man auch immer darauf achten, wenn man sich ein Wohnmobil anschaut, habe ich auch einen Ausströmer irgendwo dann in dem Bereich, wo ich einsteige. Wenn wir jetzt da mal hochschwenken, zu Küche, Schrägstrich Kühlschrank, Schrägstrich Fenster, was ganz schön ist, das hat man nämlich auch nicht bei jedem, dass man, wenn man jetzt von außen das Ganze aufhebelt, das nicht so ohne weiteres machen kann. Ich meine, reinkommen tut man immer, aber trotzdem ist jetzt hier eben nochmal bei den unteren Ausstellern oder Sperrern sozusagen was eingebaut, dass ich erst drücken muss zum Hochziehen. Ist also auch, ja, vermittelt zumindest ein bisschen Sicherheitsgefühl, sage ich mal. Ja. Gut, die ganzen Rollos, das ist alles Standardware von dem Zulieferer. Aber auch da kommt man zumindest zum Reparieren ganz gut hin, wenn mal irgendwo was ist. Ja, und zum Kühlschrank, wenn wir uns den anschauen, der ist recht groß, da nehme ich euch jetzt mal auf die andere Seite mit. Hat auch eine Beleuchtung, ja. Das ist halt jetzt ein Kühlschrank von Tedford, wie gesagt ein Absorberkühlschrank, bei dem man umstellen kann und auswählen kann zwischen Gas während der Fahrtbetrieb oder also über 12 Volt dann über die Lichtmaschine oder eben über Außenstrom. Ich meine, dafür gibt es genug Videos im Internet, dafür brauchen wir jetzt nicht so viel sagen. Aber der Kühlschrank ist ganz gut. Er schließt gut ab, was jetzt auch den Vorteil hat, dass er nicht so vereist. Weil das hatte ich nämlich auch schon bei anderen Kühlschrankvariationen, dass die sehr vereisen. Das ist jetzt in dem Fall hier nicht so. Und man kann natürlich auch, klar, aber das ist jetzt auch wieder also Zulieferer, man hat hier, seht ihr das, kann man rausziehen. Kann man auch einhängen, dass der Kühlschrank zum Beispiel im Winter ein bisschen offen bleibt. Hat aber auch jeder Kühlschrank, also
Nur so nebenbei erwähnt. Und jetzt kommen wir gleich zum ersten negativen Punkt. Und zwar der erste negative Punkt, meiner Meinung nach, ist immer meine Meinung, ganz, ganz wichtig. Beim V132, da wird ja jetzt hier eine Dometic-Spüle verbaut, gut, oder eine Spülkombination verbaut. Und es ist immer ganz toll in der Werbung, dass man sagt, okay, wir haben hier für drei Platten ein riesen, riesen Ding. Aber ganz realistisch, wer hat denn so einen kleinen Topf? Ja, haben die wenigsten. Das heißt, letztlich nutzbar davon sind eigentlich nur zwei Platten. Ja. Ich meine, da gibt es auch andere Spülkombinationen, auch von Dometic, wenn es ist, bei denen das halt ja, dann vom Platz her ein bisschen besser ist. Ich habe aber trotzdem, das muss man sagen, hier noch eine Abstell, ich weiß nicht, ob ihr es in der Kamera sieht, doch, hier noch eine Abstellfläche, wo ich was abstellen kann, ist ganz gut. Und ich habe hier eine Möglichkeit noch zum Schneiden. Also die Küche ist jetzt nicht schlecht, nur das wünschte ich mir ein bisschen anders gelöst. Ja. Und, also der wirkliche Nachteil ist, dass hier keine Piezo-Zündung verbaut worden ist. Und selbst in den Modellen von, also ich will jetzt nicht vorgreifen zu dem Vergleichsvideo dann, aber selbst in den Modellen von 2022 zum Beispiel, muss man immer noch mit einem Feuerzeug hier quasi das Ganze anmachen. Also das ist eigentlich an der Zeit ein bisschen vorbei, muss man sagen, weil es gibt schon Spülen, die eben einfach einen Piezo-Zünder mit, oder was heißt Spülen, also Spülkombis, die einen Piezo-Zünder mit drin haben, dass das automatisch geht. Also da mein Verbesserungsvorschlag, sowas mit einzubauen. Der Wasserhahn, gegen den kann man eigentlich nichts sagen. Das ist in Ordnung. Man kommt auch gut zum Reparieren hin, muss man sagen. Wenn mal wirklich irgendwas ist, kommt man unten drunter gut hin. Und man hat auch, jetzt wird es dann wieder ein bisschen wackeliger, aber es geht halt einfach nicht anders, das muss ich euch in die Hand nehmen. Man hat auch, hier kommt man gut an die Absperrventile hin, das ist bei manchen ja auch irre weit versteckt. Das heißt, wenn mal irgendwo was kaputtes schief geht oder so, kommt man da gut hin. Man hat auch standardmäßig hier eben noch Steckdose und man kann hier sein Handy auch noch laden, wenn es ist, über einen Adapter. Das ist auch ganz gut gelöst. Und man hat einen Mülleimer, das finde ich sehr schön. Das haben nämlich ganz viele nicht. Das ist auch ganz schick, dass sowas schon mit dabei ist. Und der ist zwar ein bisschen klapprig, aber er funktioniert. Also gegen den ist nichts zu sagen. Was natürlich sehr schön ist, ist der Stauraum, weil man halt auch unterm Bett hier noch riesig viel Stauraum hat. Ja, also das ist ganz schön beim V132. Man hat hier ein kleines Licht, das geht mit Batterie. Die kann man austauschen, wenn es ist, aber die hält ganz gut, weil es ist LED. Man kommt auch hier gut an die Elektrik hin, wenn mal irgendwie eine Sicherung fliegt. Das ist auch ganz gut gelöst, nicht ewig versteckt. Weil selbst wenn man hier alles vollgebaut hat, kommt man eigentlich immer noch dahin, muss man ehrlicherweise sagen. Der nächste Punkt, der negativ ist, wo aber Carrado dazugelernt hat, das ist aber meine Meinung jetzt nur. Die Heizungssteuerung war jetzt in dem Modell ja hier standardmäßig hier unter dem Bett verbaut. Man kann es als Vorteil sehen, dass wenn man im Bett liegt, dass man hier auch nochmal heißer und also wärmer und kälter machen stellen kann. Ich muss aber sagen, ich habe die lieber hier oben bei dem Elektropanel, weil man da einfach irgendwie besser hinkommt. Aber gut, das ist jetzt so gelöst in den neuen Modellen. Trotzdem, das ist für mich so der zweite negative Punkt neben der Spüle. Aber man rauft sich zusammen. Also manche freuen sich dann darüber, dass sie hier halt das vom Bett machen können. Das ist immer Geschmackssache. Ja. Aufs Bett kommt man auch gut hoch, muss man sagen. Es gibt ja so eine kleine Leiter. Das stört manche Leute, dass man mit einer Leiter hoch muss. Man kriegt aber trotzdem, also ich kann euch das mal kurz zeigen, man kriegt trotzdem nachts... Wenn man die Leiter hier eingehängt hat, kriegt man trotzdem die Tür hier einen Spalt auf, dass man quasi reingehen kann ins Badezimmer. Zwar nicht komplett, aber es ist möglich. Ich habe aber auch schon gesehen, dass sich das manche ein bisschen umgebaut haben und das unten hier ein bisschen abgeschnitten haben, dass die noch weiter hinten ist. Aber es ist an sich per se nicht nachteilig. Man hat ein recht großes Bett trotzdem. Man hat auch standardmäßig zwei Leseleuchten, die man auch verstellen kann. Heller und dunkler, das ist auch recht gut und auch verdrehen kann. Und hat natürlich auch hinten viel Stauraummöglichkeiten. Standardmäßig auch hier oben die Klappe ist gut gelöst. Ist auch natürlich nicht Carrado, sondern ist natürlich ein Zulieferer.
Ich mag die lieber zum Drücken. Es gibt auch welche zum Kurbeln. Mir gefallen die besser, aber das ist auch eine persönliche Meinung. Man hat auch hier die Möglichkeit, das ist also fest an der Matratze mit unten verbaut, dass man für Kinder, dass die jetzt nicht runterfallen oder so, so ein Netz hier hochspannen kann. Und man hat auch einen Vorhang. Das ist also, das sind so Kleinigkeiten, die ich jetzt nicht so, aber es ist, ja. Was ein richtiges Highlight ist natürlich, das Badezimmer, weil man eben durch das Schwenkbad sich halt relativ schnell auch eine Dusche einfach bauen kann. Und das ist natürlich eine schöne Sache, muss man sagen. Man hat auch so ein bisschen dran gedacht, wenn man mal was trocknen will, dann gibt es hier diese Kleider, also diesen Ständer zum Runterklappen. Das ist auch ganz praktisch, weil man oben aufmachen kann und kann mal ein Handtuch trocknen. Und ja, man hat noch einen Schrank. Das ist auch ganz gut, weil der ist recht groß und hat eben auch die Möglichkeit, sich hier da noch, also wenn man dann in der Dusche steht, das Ganze eben ja mehr abzudichten. Also man kann hier wirklich duschen. Also das ist keine Wischiwaschi-Dusche, sondern es ist schon eine gescheite Dusche, muss man einfach sagen. Ja. Genau, die Heizung übrigens, die ist unter dem Bett verbaut. Das ist nicht nachteilig, weil dann kommt auch nicht so viel Staub und Dreck groß hin. Und kommt da gleich ein bisschen warm hoch. So, Spiegel übrigens für die Frauen ganz wichtig. Es gibt richtig viel Spiegelfläche und man hat auch, sonst werden die Leute wieder schreiben, dass es hier alles so wackelt, aber es geht halt im Wohnmobil einfach nicht mit dem Stativ richtig. Man hat auch hier draußen nochmal einen Spiegel, wo man sich also schön herrichten kann und hat auch überall noch so Haken und so weiter. Also da wird jetzt nicht gespart, das ist in Ordnung. Von der Bordelektrik, kann ich euch jetzt wieder aufs Stativ hängen. Von der Bordelektrik, die haben wir hier oben. Das ist ein ganz normaler EBL von Schaut jetzt verbaut. Das hat sich auch nicht geändert. Aber da greife ich jetzt schon wieder beim Video vor. Das kennt jeder. Man sieht, dass man außen Landstrom hat und man kann sich quasi Batteriestatus und Wasserabwasser ungefähr anzeigen lassen. Aber das ist, dafür gibt es technisch schon einige andere Videos jetzt bei mir hier auf dem Kanal. Was man auch machen kann, wenn wir jetzt mal hier rüber schwenken zu dem Tisch, das ist ganz gut gelöst, man kann sich den Tisch verlängern. Es gibt also eine Tischplatte, die mitgeliefert wird, die ist ungefähr so lang. Die kann man hinten noch einhängen, den Tisch ein bisschen vorziehen, dass auch jemand, der hier sitzt, zum Beispiel gut an den Tisch kommt und jemand, der auf dem gedrehten Beifahrersitz sitzt, dann auch noch zum Tisch hinkommt. Und hier muss man jetzt aber aufpassen, wenn man sich so ein Auto bestellt. Diesen Sitz hier, der ist nicht standardmäßig drin. Es gibt verschiedene Variationen beim V132. Es gibt auch eine Variation hier mit einem Schrank. Das würde ich mir beim Bestellen gut überlegen. Wenn ihr jetzt wirklich nur zu zweit fahrt, dann ist es vollkommen in Ordnung. Aber wenn ihr auch mal ans Verkaufen vom Auto vielleicht denkt, wäre es nicht schlecht, diese Variante mit dem Sitz hier zu nehmen, weil man halt einfach hier vorne noch ein Bett bauen kann. Und da muss ich sagen, das ist dämlich gelöst, sorry, ist aber auch meine Meinung. Man kann bei fast jedem Teil integrierten oder bei fast jedem Wohnmobil, je nachdem, wenn man es dazu bestellt, den Tisch eine Stufe tiefer einsetzen. Das sieht ihr hier an dem zweiten Einhängeteil, an diesem silbernen hier. Man kann dann ein Bett bauen, aber so wie sich das Carrado hier überlegt hat, ist das nicht wirklich für große Menschen gedacht. Oder man hat nicht wirklich viel Platz. Also man kann hier, ich zeige euch das mal, das schon vorbereitet, dass wir zum Wasser hinkommen. So. Man kann also hier sich das Ganze hier rausziehen und dann wäre quasi dieses da hier. Und das Sitzpolster wäre auf dem Tisch, also auf dem abgeklappten Tisch. Ich denke mal, ihr könnt es euch jetzt vorstellen. Und so kann man dann da schlafen. Es ist aber, wie gesagt, es ist eine Notlösung. Also es ist okay, ja, man kann drauf schlafen. Aber ich blende euch mal ein Bild ein, was wir da für eine Lösung gefunden haben. Wir haben uns einfach passgenau eine Matratze bestellt. Da liegt man ungefähr bei 250 Euro, die wirklich den kompletten Bereich ausfüllt. Also ich blende euch hier mal das Bild ein, dann seht ihr es ja. Dann ist es ein richtiges Bett, das man nehmen kann. Das geht aber, wie gesagt, auch nur, wenn man hier diesen Sitz hat, ne? Und nicht da den Schrank. Also deswegen überlegt euch das,
wie ihr so ein Auto bestellt. Per se ist es aber trotzdem sehr stabil und man kann da nicht drüber meckern. Ja? Man hat unten drunter auch noch ein Fach, von dem man, mit dem man gut über die Tür hinkommt. Dann wird zum Beispiel so ein Außenkocher drin und so Sachen. Also da kommt man recht gut hin. Genau. Wenn wir uns dann jetzt hier mal unter den Tisch schauen, dann sehen wir, da ist eine Stufe. Die Stufe hat man eigentlich bei fast jedem Fahrzeug. Das ist ganz normal, dass das nicht ebenerdig geht, weil das ist ja draufgesetzt. Wenn man aber jetzt vorhat, seinen Hund beispielsweise hier auch mitzunehmen, dann sollte man sich überlegen, ob man sich unter dem Sitzbereich da was bastelt, dass es zumindest da ebenerdig ist, weil sonst passt nur ein sehr kleiner Hund darunter. Was schön ist, dass wir da unten eine Steckdose haben. Das könnt ihr jetzt nicht so gut erkennen. Ich nehme euch trotzdem nochmal runter. Dann wackelt es halt wieder ein bisschen. Also wir haben hier unten drunter eine Steckdose und wir haben auch einen Auslass, also mehrere Auslässe sogar von der Heizung. Das sind die kleinen runden Boller, die ihr seht. Dann haben wir also einmal hier, ja, dann einmal hier und nochmal hier. Ja, da gibt es auch so Teile, die ursprünglich mitgeliefert werden, die oben drauf sind, damit da kein Dreck reinfällt. Ich persönlich mache die immer weg, weil man kommt dann zum Saugen einfach besser rein. Aber das ist ja auch eine Geschmackssache. Und hier seht ihr da vom Platz her, also man kann super sitzen während der Fahrt, also man hat wirklich ordentlich Beinfreiheit, was man auch nicht von allen Autos da jetzt in dem Fall sagen kann. Aber für den Hund wird es eng, also da muss man sich dann was machen, was hier ebenerdig eben mit drauf geht, wenn man einen großen Hund hat. Und da auch als Tipp immer darauf achten, da kommt es richtig heiß da hinten raus. Das heißt, dass euch der Hund dann nicht irgendwelche Verbrennungen hat, wäre da zum Beispiel dann sinnvoll, so ein Teil, von dem ich gerade gesprochen habe, was dann hier normalerweise verbaut ist, zum Beispiel dann hier einzusetzen, damit es irgendwie ein bisschen nach oben bläst. Aber das ist jetzt einfach nur so meine persönliche Meinung. Sitze kann man drehen, das könnt ihr euch jetzt vorstellen, denke ich mal. Also das ist ganz klar. Und ansonsten, ich habe in dem Personal-Video, das habe ich euch oben schon verlinkt, schon einiges zum Citroën gesagt. Wir haben ja Citroën und Fiat. Da gibt es auch nochmal ein Vergleichsvideo, was da die Unterschiede sind in Zukunft. Prägnante Unterschiede per se macht man mit keinem der beiden Modelle irgendwas falsch, kann man eigentlich so sagen. Ja. Aber es gibt Unterschiede, also da machen wir nochmal ein Video dann drüber. Findet ihr aber auch hier auf YouTube auch schon einige Videos. Genau. Zu den Schränken, das ist ja so, da drückt man ja hier rein, um die aufzumachen. Also das gibt es auch in verschiedenen Linien sozusagen. Dachte ich am Anfang, dass das tatsächlich nicht viel taugt, aber ich muss sagen, da ist uns noch kein einziges kaputt gegangen. Also die halten ganz gut und was man auch sagen muss, Carrado verbaut hier tatsächlich relativ viele von diesen Haltern und die sind auch von Häfele. Also den kenne ich, die Firma kenne ich aus anderen Belangen von früher aus dem Job. Ich muss sagen, das ist eine gute Qualität. Also diese Lösungen, die da haben, da gibt es auch billigere und einfachere, aber da lassen sie sich nicht lumpen. Da nehmen sie tatsächlich was auch was aushält. Also das ist ganz gut. Genau. Ja, ansonsten, ich meine, wenn man sich so ein Auto kauft und dann für sich selber kauft, wird man sich dann auch Böden reinmachen und so. Aber das ist, es geht ja jetzt mal hier so drum, ob das qualitativ passt, was die da verbauen. Und das muss man schon sagen, also was wir für Probleme mit dem Auto jetzt so hatten, was jetzt irgendwo nochmal in die Werkstatt musste, war eigentlich nichts. Also wenn man es jetzt ganz genau nimmt, es gibt immer so Kleinigkeiten, also hier hat sich zum Beispiel mal ein bisschen von hier was gelöst, aber sowas ist halt einfach so. Ich meine, ihr müsst davon ausgehen, so Autos sind, wenn da die Sonne drauf knallt, hat sie drin 40 Grad, dann ist wieder kalt, dann ist wieder warm. Mit sowas muss man immer rechnen, ja. Also das ist dann auch keine schlechte Qualität oder so, sondern das ist halt einfach vom Material her so, ja. Was man sagen muss vom Fahren her, also ich kann euch jetzt gerade nicht mitnehmen zum Fahren, weil das Auto ist schon verkauft und das wird jetzt dann abgeholt. Aber von der Lautstärke her ist es wirklich angenehm. Es klappert auch nicht groß was. Also das bei einem Wohnmobil, was klappert, das ist immer mal so. Ja, das muss man, davon muss man einfach ausgehen. Meistens ist es aber nicht der Ausbau oder Aufbau selber, sondern meistens sind es diese Teile hier, die klappern. Aber die gibt es halt überall. Ja. Wenn man da sagen möchte, okay, man möchte da nichts klappern haben, dann muss man die austauschen. Da gibt es welche mit so Dämpfern, die schon aus wie so Gasdruckdämpfer.
die klappern dann weniger. Aber an sich so vom Ausbau, da knarzt eigentlich nichts, da klappert nichts, das ist auch wirklich alles stabil. Ja, es gibt ja tatsächlich manche Ausbauer, wo das eher nicht so stabil ist, das ist in Ordnung. Auch von der Dicke, also wie die Platten machen und so weiter, das ist wirklich vollkommen in Ordnung. Für die Preisklasse kann man sich da echt nicht beschweren. Ja, dann kommen wir jetzt hier noch zu einem Punkt oder zu einer Sache. Hier unterm Sitz ist ja dann der Wassertank verbaut. Was hier ganz schön gelöst ist im Vergleich zu, ja, das kommt in einem extra Video mal bei einem anderen Typ. Was hier ganz schön gelöst ist, dass tatsächlich das hier unten auch stabil ist. Ja, das heißt, also ihr wisst jetzt wahrscheinlich nicht genau, wovon ich spreche, aber es ist relativ dickes, in Anführungsstrichen, Holz tatsächlich. Und es ist gut verschraubt, nicht mit irgendwelchen Plastikwinkeln gehalten, was es tatsächlich bei gleichem Hersteller auch wo gibt. Ja, das ist also schön gelöst. Was ich mir gewünscht hätte, muss ich tatsächlich sagen, dass man diesen Schlauch hier, das können wir ja dann mal vergleichen in dem anderen versprochenen Video eben zu den neuen Varianten, ein bisschen länger gelassen hätte, dass man hier ein bisschen besser hinkommt, ja, zum Tankputzen, weil es ist immer ein bisschen im Weg, wenn man den Tank mal putzen will. Aber das sind Kleinigkeiten, das ist jetzt nichts, was ein Wohnmobil schlecht macht oder so. Also da, ja, also das ist einfach Meckern auf hohem Niveau, muss man sagen. Man kommt hier zum Ablassen gut hin, man kommt an die Ablassventile, die hinten drin sind, kommt man gut hin. Also alles, was Wartung angeht, ist in Ordnung. Was auch schön ist, das hatte ich jetzt nämlich bei einem wesentlich hochpreisigeren Modell als Carrado. Da hat jetzt ist dieses Ding immer nach vorne gerutscht, wenn man drauf gesessen ist. Das ist hier auch schön, schön gemacht tatsächlich. Und es ist auch relativ dick. Das heißt, man sitzt hier auch relativ angenehm. Also es ist nie so, wie wenn man in einem Pkw sitzt hinten. Ja, das muss man sich bewusst sein, aber man sitzt hier angenehm. Man kann auch längere Fahrten mal gut damit überstehen. Genau. Nee, ansonsten sind wir eigentlich fast fertig, kann man sagen. Es ist ein Auto, was gut ist. Also ich kann tatsächlich, was die teilintegrierten, ganz wichtig jetzt angeht, die teilintegrierten Modelle von Carrado, kann ich ungeschränkt nach meiner Meinung nach empfehlen. Wir haben uns auch wieder welche bestellt in der Vermietung, natürlich für diese Saison, weil die an sich in Ordnung sind. Man kommt überall zum Reparieren gut hin. Es ist ein durchdachtes Konzept beim V132, bis auf die Leiter, gut, da muss man hoch. Und wie gesagt, bei den neuen Modellen haben die ja die hier hinten eben den Heizungsregler hier hochgesetzt. Das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Also bleibt eigentlich nur noch offen als wirklich ein negativer Punkt hier die Spüle, dass kein Piezozünder ist, weil das ist einfach angenehm, wenn man kocht. Weil man möchte in so einem Wohnmobil kochen und da muss man immer mit dem Feuerzeug rumtun. Das ist nicht so schön, aber gut, genau. Und ansonsten, ja, kann ich euch jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel erzählen. Das Bad ist spitze, also dieses Schwenkbad, das gibt es ja nicht nur im V132. Das ist ja ein Konzept, was letztlich in ganz vielen Wohnmobilen drin ist, ist spitze. Ja. Also wir schauen uns auch mal ein Etrusco an zum Vergleich demnächst mal. Also wie gesagt, gerne mal Kanal abonnieren, weil Etrusco bietet ja letztlich baugleiche Fahrzeuge an. Also der hier wird ja bei Capron gefertigt und preis-leistungstechnisch ist es echt in Ordnung. Genau. Nee, also wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, Kanal abonnieren und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Und ihr könnt mal in den Kommentaren da lassen, ob euch noch irgendeine Info fehlt, weil dann kann ich das für die nächsten Videos, die da folgen, jetzt auch eben mit berücksichtigen. Also macht es gut, bleibt gesund, ciao und servus. Zwei Sachen habe ich noch vergessen euch zu zeigen. Also beim Carrado ist ja beim V132 jetzt zumindest die Heizung unterm Bett verbaut. Das heißt, hier im hinteren Bereich ist auch der Auspuff. Das hat den Vorteil auch, dass wir oben drüber ja hier kein Fenster haben in der Regel. Das heißt, die Heizung, also wir können alle Fenster aufmachen und die Heizung läuft weiter, weil das haben wir nämlich oftmals bei manchen Modellen, dass der Auslass über einem Fenster und dann kann ich dieses Fenster im Betrieb, wenn ich warmes Wasser haben will oder heizen will, nicht aufmachen zum Lüften, weil sonst die Heizung nämlich ausgeht. Das ist halt so vorgeschrieben. Ne?
Und zum Abwasser noch ganz kurz. Man hat hier so einen Plastikhebel. Der hat sich eigentlich auch bewährt, weil der ist relativ dick und gut griffig und hält auch was aus und ist bisher noch nicht abgebrochen. Und dadurch hat man auch den Vorteil, dass man das unten nicht so abschrubbt, was man auch bei anderen so hat. Also ist ganz gut gelöst. Genau, das war es aber jetzt wirklich. Also bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.